Hey Leute, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind hier mitten in der Nacht und sind in unserer Mine drin. Und ja, bauen wir jetzt erstmal noch ein paar Erze ab. Ist jetzt die Frage, mache ich hier weiter? Nee, ich baue erstmal wieder ein bisschen, damit das hier auch schick aussieht. Da unten kommen wir noch ran, den hacken wir nochmal weg. Ja, und dann, wenn der Tag anbricht, dann werden wir auf jeden Fall unsere Zombie-Falle weiterbauen. So lange. Ach du Scheiße. Hunde. Mitten in der Nacht? Und Bären auch. Alter, jetzt wird's hier aber crazy. Ich frag mich, warum der so schreit. Weil normalerweise schreien die so, wenn sie Schaden bekommen. Ja, auf jeden Fall, das ist ja ziemlich super, dass jetzt da oben Hunde und Bären sind. Wahrscheinlich wieder Zombie-Bären auch noch. Geil. Ich habe noch 29 Schuss so im Magazin und 31 Reserve. Uiuiui. Aber was soll das auch? Wieso sind auf einmal Bären, ey? Das kann nicht wahr sein. Was ist, wenn ich hier unten weiter hacke, hole ich mir wenigstens noch ein paar Steine. Ja, hier wollte ich sowieso eigentlich eine Treppe bauen. Ist aber noch nicht hoch genug, oder? Mal glotzen. Wo sind die Treppen? Ach stimmt, das war jetzt ja alles in einem. Quatsch, nicht das Blei. Das brauchen wir. So, ja. So. Genau, die wollen wir. Darf ich da? Doch. Und auch da kann ich noch eine hinlegen. So, kloppen wir erstmal die Steine weg. Aber es war doch gerade erst. War diese Hunde-Bären-Horde am 31. oder am 30. Tag? Ich glaube, die war am 31. Tag, ne? Also, wenn das jetzt da oben wieder eine Horde ist. Zwei solche krassen Horden hintereinander. Und bei beiden Horden hatte ich ziemliches Glück. Hier unten die eine Lage muss auch noch weg.
Jetzt können wir wieder eigentlich. Hätte ich gar nicht mehr weghauen brauchen, wa? So, bauen wir das Ding noch hier. AK in die Hand. Aber das ist hier vor allem 100, dass sie schon wissen, wo ich bin, oder was? Du Scheiße, Alter! Lass uns mal ganz kurz überlegen, wenn wir hier rauslaufen, wo wir uns hin verpissen könnten. Ich glaube, ich laufe einfach Richtung Base. Bloß weg. Da sind die Hunde. Das war wieder so eine Mini-Bären-Hunde-Horde. Einer mal. Aber beim letzten Mal waren es drei. Bin mal gespannt, wie viel es diesmal sind. Da läuft noch einer. Ja, ich gerne mal wüsste, ist, was das für Bären waren. Na, wo sind sie? Ich hab ein bisschen Panik. Na egal, ich kann erstmal hier nichts sehen. Messer her, die Knochen und das Zombiefleisch soll ich mitnehmen. Die da reingeht, weil der Bär ja geschrien, also wenn das wirklich wieder Zombiebären gewesen sind, dann greifen die Zombiehunde die natürlich nicht an. Und die Bären schreien eigentlich nur so, wenn sie Schaden bekommen.
Ob der da reingefallen ist? Weil da unten sind ja Piken. Ich meine, das Loch wäre natürlich für so einen riesigen Bär viel zu klein. Aber egal, soll es egal sein. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Funzel aus hier, fell genug. Und den scheiß Mais schleppe ich hier die ganze Zeit mit mir rum. Das wird auf jeden Fall gleich erstmal gepflanzt. So, Eisen haben wir gut geholt. Blei, sehr schön. Das wäre es eigentlich mit Ablegen. Ah, kein Feuer mehr. Wie viel brauchen wir? 2 Minuten? So, dann haben wir was gefuttert. Neues Trinken. So, da haben wir noch ein paar Treppen. Dann nehmen wir mal noch die Leitern mit. Wir leben wir alle, ne? Naja, 98. Nee. Schaufel haben wir aber dabei. Müssen wir eigentlich den Mod mal einbauen, ne? Achso, ich gehe Risiko ein. Sehr gut. Wieder nicht verseucht, hätte ich beinahe gesagt. Wieder nicht den Magen verdorben, zum Glück. Ja, dann gehen wir mal wieder in unsere Zombie-Falle. Warte mal. Nee. Ich hatte auch schon neue Piken in Auftrag gegeben. Die werden wir uns erstmal mitnehmen. Oh, sind auch schon alle fertig. Wenn wir schon mal hier sind, da ballern wir nochmal neues Eisen rein. Nö, Eisen. Jetzt geht's. Ach komm. Volles Risiko. Es ist gut gegangen. Juhu. So, da ist ja beim letzten Mal noch eine Zombie-Tussi gekommen. Ich hoffe mal, die hat da nichts kaputt gemacht. So, hier haben sie 2 oben drüber. Hier haben sie auch 2 oben drüber frei. Hier nicht, das macht mir ein bisschen Sorgen, ey. Nicht, dass sie irgendwie, ne, dass die Zombies sich sagen, hier kommen wir nicht durch und dann hauen sie mir die Mauern kaputt. Wir nehmen den hier noch weg. So, da kommen sie nämlich auf jeden Fall durch.
hier dasselbe. So. Da ist schon dreimal. Den noch weg. So, zack, das Messer erstmal weg. Kurz den Hammer raus. Treppen können wir ganz gerne upgraden. Ja, die hatte ich ja sowieso abgegradet, von daher nicht so wild. So, dann setzen wir jetzt hier erstmal die Piken. Ne. What? Warum? Warum zur Hölle? Aua. Darf ich... Es ist wegen der blöden Stange da. Oh, tatsächlich. Ja, keine Woodframes oder was? So, denn hier verstärken wir nochmal die Mauer. Und hier ziehen wir nochmal Mauer. Sicher, sicher. Ja, warte mal. So, das hätten wir. Nein. Ja, würde ich sagen, machen wir hier. Ne, wir machen erstmal. Obwohl, ne, hier gehen wir zum Schluss raus. Die machen wir ganz zum Schluss. Hier nochmal eine Leiter hin. Obwohl eigentlich ne. Ich komme ja da immer noch ran. Von daher alles gut. Ganz im Gegenteil. Wir machen hier die untere noch. Genau wie hier. Das ist ja bei der letzten Blood Moon Night so eine dicke. Die ist ja irgendwie. Ich meine, kann sich auch hochgebackt haben, aber die ist ja hier irgendwie trotzdem hochgekommen und hat sogar diese Lücke überwunden und stand dann da oben drauf. Ja, dann machen wir da weiter. Treppen. Da brauche ich mehr Ecke. Wir fangen hier an. Nö. Den Wutsch. Du musst weg. Ey,
ich schon nur noch 55 Blöcke. Das ist nicht viel. So, den hätten wir auch. Würde ich ja mal sagen, machen wir hier noch einen hin. Das Ding fällt sowieso jetzt gleich runter. Ach so, hängt noch an dem Schrank. Naja, Judy, dann nehmen wir uns halt das Eisen. So, und wir wollen hier auf jeden Fall Steinwände haben. So, hätten wir. So, wie gesagt, hier gehen wir dann zum Schluss raus. Aber hier muss dann auch die Ebene muss. So. Und jetzt müssen wir das drinnen überlegen. Ich denke mal, für den Bereich hier ist der Block hier gar nicht so schlecht. Um da den Turm hinzustellen, der ist auch heile. Verstärken. Genauso wie hier. Oh, die letzten drei Blöcke. Da würde ich schon mal Sorge, dann gehen wir erstmal Lehm besorgen. Damit wir hier auch weitermachen können. Dann können wir nämlich auf dem Rückweg schnappen wir uns dann gleich unsere beiden Türme. Ging auch noch mal gut.
So, und gleich wieder eine Reserve mitnehmen. Na komm, wir machen hier nochmal die 500 voll. Lassen wir 500 auf Tasche haben. Noch. Ja. Der ist noch am Brutzeln. So, dann kannst du eigentlich gleich mal wieder geschmiedetes Eisen machen. Oh, da würden jede Menge gehen. 300. So, die Türme, die hatten wir da. Munition. Das legen wir ab. Den können wir hier mal reparieren. Ich weiß nicht, also 55 Schuss für so einen Turm. Hm. Irgendwie nicht so geil. Der hat 65? Ey. Irgendwie nur verglotzt oder was? Der hat nur 55. Das sind zwei völlig unterschiedliche Türme, wie man so sieht. Ganz komisch. Aber das ist das Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.